Hey und herzlich willkommen hier zu Let's Play Path of Exile. Und ich starte erstmal meinen Timer. So, ich dachte mir, als Diablo-Spielerin habe ich ja schon so viel davon gehört und ich muss es jetzt mal antesten. Oder ich werde es jetzt mal antesten, besser gesagt. Und dazu gibt es natürlich ein Monster, wie zu jedem neuen Projekt. War ein guter Plan. So, was wollen wir wetten, dass der Name vergeben ist? Jetzt habe ich hier mal ein bisschen was übersprungen, weil ich jetzt hier bestimmt 20 Minuten versucht habe, irgendwelche Namen einzugeben. Und mir war irgendwann auch egal, was für ein Name das ist, weil ich einfach nur auf diesen Server rauf wollte. Und jetzt habe ich sie Intelligenzia genannt. Was für ein Einstieg. Und wir liegen ohne Intelligenz wahrscheinlich am Strand. Hey. Skip all Tutorials. Nee, besser nicht. Wer weiß, ob das hier gleich ist wie Diablo oder nicht. Okay. Ich wollte es eigentlich auf Deutsch haben. Aber okay. Egal. Jetzt haben wir hier eine Tante. Hier ein Typ. Ja, ist okay. Wir nehmen an, was auch immer du möchtest. So. Okay. Dürfen wir den hungrigen Körper hier kaputt machen? Okay, Fireball. Okay. Warte mal, I ist bestimmt Inventar. Ja, wusste ich's doch. Lol, das ist ja cool. Man kann das Inventar so immer aufhaben. Haben wir jetzt einen Bogen dabei? Nee, ist ein Zauberstab, oder? Driftwood Wand. Sag mal, ich habe das Spiel doch auf Deutsch eingestellt. Gibt's das gar nicht auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Wir können ja mal den Einstellungen nachgucken, ne? Optiones. So. Also ihr seht, man kann hier eine Menge einstellen. Sound UI Deutsch. Ja, ich habe hier Language Deutsch eingegeben, ne? Seht ihr das? Aber gut. Wir beschweren uns nicht. Wir werden jetzt nicht auf 1, 2, 3, 4 spielen, so wie ich es gewohnt bin, hoffentlich. Das ist euer Ernst. Press E to view your inventory. Ach so, okay. Skill Gems. Grant powerful skills when they are socketed in your weapons and armor. Aber einfach reinziehen, ne? Ja, ist okay. So, geh mal weg, Inventar. Kann ich jetzt weiter? Jetzt kann ich weiter, sehr schön. Oh, wir sind ja Magier, stimmt. Das heißt, wir rennen jetzt ganz weit weg und beschießen die einfach. Sehr schön. Droppen die auch was? Natürlich nicht. So. Es sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus als Diablo, so von der Optik. Aber ich kann natürlich noch nicht sehr viel zu dem Spiel sagen. Ich habe ja auch hier diese ganzen Skillungen und so. Kann man hier eigentlich ins Wasser gehen? Okay, hier ist Ende der Map. Seht ihr das? Da können wir nicht ertrinken gehen. So. Mit Intelligenzia. Werden wir jetzt mal die Sandarschis hier wegmachen. Okay. Dann. Also es ist cool gemacht, ne? Es fühlt sich ein bisschen an wie Season Start, sich hochleveln. Es sind ja viele Diablo-Spieler hierhin konvertiert, weil Diablo ja ein bisschen langweilig geworden ist. Ist eigentlich eine Hürde oder so? Wahrscheinlich nicht. Und den Leuten, ja, in Diablo gibt es auch nicht viel Neues. Ne? Das muss man jetzt halt mit dazu sagen. Kann man hier ranzoomen mit Z? Nein, kann man nicht. In Diablo geht das, liebes Spiel. Warte mal, mit Rechtsklick kann ich ja auch irgendwas machen, ne? Sehr schön. Skill use Mana. Ja, Mensch, das. Das habe ich ja noch nicht gewusst. Mal gut, dass ihr mir das erzählt hier. So. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen PoE-Spieler. Press 5 to restore Mana. Wieso? Das regeneriert sich doch auch automatisch. Da kann ich mal eine Leiche anklicken und dann passiert hier nichts. Toll. Warte mal, mit M gibt es bestimmt die Map. Nee, M ist der Shop. Microtransactions. Nee. J sind Quests oder auch nicht, okay. Gut, wir
Wir werden das hier schon hinkriegen. Large Chest. So, wehe, du gibst jetzt hier nichts. Ein Arcan Search Support. Okay. Inventory. Die Entwickler, die das hier gemacht haben und hier hängen geblieben sind. Ah. Na gut. Die steht sehr gekonnt auf diese Leiche. Ich habe so ein Ding um mir herumfliegen. Vielleicht hätten wir mal nachlesen sollen, was das gibt. Verbrauchen sich Mana-Tränke? Sieht nicht so aus, oder? Nee, warte mal, ich habe doch welche im Inventar, oder? Can only hold charges while in belt. Okay, ja, was auch immer. Wir werden schon merken, ob es leer geht oder nicht. Ja. Vielleicht gibt es ja ein paar PoE-Spieler, die dann hier mal zugucken, weil die mal sehen wollen, was hier so Anfänger treiben, um sich dann darüber lustig zu machen. Iron Gauntlets. Ach, da ist noch eine Leiche, die aus dem Wasser gekrochen kommt. So, ich muss einfach Magier spielen, liebe Magier. Wir haben die sexy... Kann man hier ranzoomen? Ja. Diese sexy Armdinger haben wir schon an. Weil dieses Bild hier, ne? So. Ich wollte schon meine Hände auf 1, 2, 3, 4 legen. Great. Toll. Gibt gar nichts. So. Jetzt mal die Frage, ob es hier irgendwie ein Patch auf Deutsch gibt oder so. Ob man sich da in Steam was downloaden kann. So. Ich finde auch geil, ich bin, glaube ich, auf einem deutschen oder EU-Server und hier gibt es schon irgendwelche Russen so. Das verstehe ich immer nicht, dass die Russen nicht auf ihren eigenen asiatischen Server da hinten spielen können. Das ist in Diablo auch nicht. Oh, haben wir so einen fetten. Aber dem weichen wir mal besser ein bisschen aus. Nicht, dass der uns One-Shot macht. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Der zieht sich erstmal ein Schwert aus dem Oberschenkel. Das ist ganz normal. Okay, ich will es doch mal ausprobieren. Okay, der macht doch ein bisschen Schaden. Aber der ist ja nicht gerade der Schnellste hier. Dann können wir jetzt mal ganz schnell hier langlaufen. Yeah, Level 2. Und so, ich warne euch schon mal vor, mein Englisch ist ja nicht gerade das High-Englisch. So, kann man das hier vergleichen irgendwie mit Alt? Mit Alt kann man das, okay. Nee, warte mal, das zeigt. Was denn hier? Ach, Item-Level. Wow, wir können uns Item-Levels anzeigen lassen. Warte mal, wir haben hier Driftwood Wand und... Ja, okay, dann geht das ja. Das heißt, wir machen mehr Schaden damit, dann rüsten wir das natürlich aus. Und dann nehmen wir in die Offhand noch so ein Ding rein. Perfekt, das geht. So eine Axt. Quality 10%. Achso, das heißt dann, dass das besser ist, ne? Okay. So, was haben wir denn hier? Scroll of Wisdom. Identifies an Item. Achso, stimmt. Wenn man Legis kriegt, muss man die ja damit identifizieren oder so, ne? Shabby Jerkin. Alles klar. Alles klar. So. Nicht, dass ich erwarte, dass es hier weitergeht, aber... You gained a skill point. Stimmt, da könnte man mal nachgucken, ne? Ja. Jetzt sind wir in der Stadtkarte angekommen. Ich habe schon gehört, ne? Was stimmt denn nicht, Kaninchen? Das wird hier ein bisschen heavy. Und wenn man sich einmal verskillt hat, kann man direkt von vorne anfangen, habe ich schon gehört. Energy Shield of Mana. Ach nee, End Mana Regeneration. Spell Damage. Gehen auf Schaden jetzt. So, fertig. Wo kann ich hier confirm da? Apply Points. Mhm. Wobei ich finde, so groß ist der Skill Tree gar nicht. Ich habe ihn irgendwie optisch größer in Erinnerung. Aber wenn man so rauszoomt, dann geht das eigentlich. Man kann zwar bestimmt einige Monate damit verbringen, das hier alles zu studieren. Oder Jahre. Aber. Enter Town for your reward. Ah. Wir müssen da hinten zur Stadt gehen. Okay. Dann schließen wir das mal. Und wir folgen hier mal dem Weg.
Ein Ertrunkener. Oh, was haben wir jetzt hier Geiles gekriegt? Boah. Schmerzen im Fuß haben wir gekriegt. Das sieht nach einem Dolch aus. Egal. Kann man verkaufen oder verwerten oder was auch immer. In Diablo kann man das. Ich gehe mal davon aus, dass das hier nicht sonderlich groß anders ist. Was ist denn hier? Ach so, ich dachte, da kommt jetzt ein Typ raus. Line Ice Watch. Okay, der Aussichtspunkt von Löwenauge oder so. Ach, hier sind schon andere Chicos. Sehr cool. Das Letters of Exile. Hillock of Slow. You have transgressed against your guard. Ja, häng dich gleich auf, Spiel. You have been a willing vessel. Ups, jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Das ist aber schade. Waypoint. Ah. The Twilight Strand. Okay, dann tschüss, meine Leute. Wir gucken mal Stash. Was ist das denn hier alles? Ach, das ist unsere Kiste hier. Truhe. Nessa. Ja, ist okay. Ja, ja, wir machen das. Purchase Items and Sell. Können wir es hier rüberziehen? Nein, können wir nicht. Verkauft man das denn jetzt? Mit E? Nein, auch nicht. Select items to buy. Vielleicht können wir auch gar nichts kaufen. Beste. Ja. Drowned Dead, Nessa. Ja, jetzt entspann dich doch mal, Spiel hier, Nessa. Poor Nessa. Not even a mother herself, and yet she cares for us all. And what a sickly, pathetic brood we are. May she live to have her own family, a real family. If anyone deserves that, Nessa does. Okay, wenn's jemand verdient, dann Nessa. The Merigold's book washed up on the rocks over yonder. Dead as a doornail he was, buried him myself. Then, a few days later, I see him on the beach. A little worse for wear, but upright. Shuffling about. A man full of disturbing surprises, this break last. Okay. Still composing. Friends. Oh, ich kann Freunde haben, aber ich habe keine Freunde. Gilden. Gilden, nein. Wir können Partys veranstalten. Soziale Partys. Public Partys. Mervils Cavern. Nö. Nö. Nö, nö. Dann haben wir noch Tag-like. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, forget I asked. We exiles have no history. Dominus took it from us when he had his blackguards dump us in the water out there. Here, got something for you. Oh, er hat was für uns. Should help you kill a few more of those undead bastards. I don't bother thinking. The way I figure it, the longer we fighters live, the longer everyone lives. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir erstmal uns hier alles angucken, was wir überhaupt damit machen können. Skill Gems should be placed in sockets. Kann man die auch woanders platzieren? Of the appropriate. Ey, mein Englisch, Leute, ne? Color to grant your skills. You can right-click a gem to remove it from a socket. Ist nicht schlecht. Da muss man nicht extra zum Juwelier gehen und das machen. Apply a debuff to enemies in front of you, which deals Chaos Damage over time. Nö. Raises a zombie minion from a corpse, which will follow you and attack enemies. Oh geil. Zombies, wir sind so Necromancer, ne? Ich bin da voll für. While you channel the skill, it releases pulses of electrical energy, dealing lightning damage. Nö. Lob a fairy orb that explodes as it strikes the ground. The skill chains releasing another fiery? Ist auch egal. Orb that repeats this effect. An icy projectile which has a chance to freeze enemies. Nein, wir nehmen den, der hier mit uns kommt, ne? Digga. Können wir dich drei auswählen? Okay. Jetzt können wir uns hier noch eine ganze Menge anhören, glaube ich, ey. Cell Items. Nehmen wir doch mal an, ne?
Und zwar place your items here to offer them to the vendor. Kriegen wir dafür Scroll Fragment? Den können wir bestimmt für irgendwas brauchen. Except. So, jetzt werden mich vielleicht die ganzen Path of Exile-Spieler hier, die denken sich so, was macht die da? Warum verkauft die das? Das kann die doch dafür benutzen oder so. Leute, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, wie gesagt. So. Dann lassen wir doch mal Untote. Oder auch nicht. Doch, können wir. Alles gut. Alles gut. So. Drown Dead, Beste. Wer ist Beste? That hat Bestel wears? Saw him pluck it from the real captain's head right before the cannibals barbecued the poor bastard. Waste not, want not, I suppose. Sie haben mich gegrillt. Yes. Bestel's got a gift for telling tales, but I'd never call him a liar. The truth's always in there. You just have to. Ja, okay. Letters of Exile. Was hat er denn für Items? Clade Vest. Okay, wahrscheinlich gibt es die nicht so leicht oder so, ich weiß es nicht. Wir sind mal ein bisschen vorsichtig hier mit Sachen einkaufen. Ich weiß nicht, wie gut das hier ist. Event Notice, okay. Oh, PvP. Da werde ich auf jeden Fall mitmachen und gewinnen. Ich sehe das schon. Also, sagen wir mal nein. The Coast. Wir betreten die Küste. Steuerung Alt Klick to link an item to other players in chat. Wow. Ähnlich wie in Diablo. Ähnlich wie in Diablo alles. Ist ganz gut. I know that stench. Just like my sisters. Upon the fire. Exile, you are a welcome omen. That look in your eye. I recognize it. A survivor. Just like Einar. That is my name, Exile. Einar. In my native tongue, it means lone fighter. That is what Einar was for many years. But it is dangerous now to fight alone. Too dangerous, even for the mighty Einar. We are in the final days of this world, Exile. Of that, I'm sure. The animals in this land are sick. Sick in the body and sick in the mind. Ist mir noch nicht aufgefallen. I have never seen such a sickness before. Only one thing can be done. We survivors must prepare for the end and delay its arrival as long as we can. For that, we will need supplies, weapons, shelter, food. This is where you come in. Ach so. Ich soll dir jetzt Waffen, Zelt und Essen besorgen. Many things. Some useful, some not. Many explosive. I can hunt the beasts of this land for meat, but you can only learn a little from meat. To survive, we must know how to raise them. We must collect them. We must catch them alive and keep them fed and healthy. Okay. I can do the keeping alone, but not the catching. There are beasts here that show promise. I need you to capture them. To do this, you must weaken a beast, then throw a net on it. I have created many ingenious nets. I will give you some. You will use them. When the beast is subdued, I will take it to the menagerie, where it will be kept alive, I think. For a little while, at least. When the time comes, the animal will become food. Food for Einar. Food for the other beasts. And food for the first ones. But first, we hunt. Here, now. Okay. Huch. Da habe ich was weggeklickt. Survivor. Travel to the Tidal Island. Find the medicine chest. Okay. Ja, ich höre mir das nebenbei jetzt einfach mal an, was die so zu sagen haben. Wen das stört, kann ja im Video einfach ein bisschen vorskippen. Kommt jetzt Heidi mit? Greetings. Purchase Nets. Warte mal. Attempt to capture a beast with your currently selected net. Wo haben wir das denn ausgerüstet? Das wäre jetzt mal das Erste. You can change to a new type of net by right-clicking in your inventory. So, haben wir schon mal Scroll Fragments. Ich stapel die mal jetzt hier.
In Cosmetics. Scheiße. Wir alles auswählen, ey, super. Nein, das kostet ja was, oh mein Gott. Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Nein. Oh no, oh no. Egal, jetzt haben wir ganz viele Netze. Kann ich das hier irgendwo platzieren? Lol, man kann ja was eingeben, ist ja cool. Default Attack Race Zombie. Wir packen das mal hier hin. Das ist Dings hier. Mittleres Mausklick-Dings. Move only. Nee. Fireball. Okay, wir lassen das mal so. Ist ja cool. Hey, jetzt habe ich Netze gekauft. Dabei wollte ich diese Dinger doch behalten. Scheiße. Open Help Panel. Shop. Ja, ich werde hier im Shop auf jeden Fall ein bisschen reich. Also ich werde eine halbe Stunde aufnehmen. Mercy Mission. Einhörjers Bestiary. Enemy at the Gate. Was auch immer. Wir laufen mal los. Hier, geht schon mal nicht. Wir brauchen, glaube ich, eine Leiche dafür. Eine Leiche, die für uns kämpft. Oh mein Gott, ist das geil. Bleibt die jetzt komplett bei uns? Kann ich mehrere spawnen lassen? Ist das geil, ist das geil. Oh mein Gott. Ich mach mir meine untoten Armee, meine Freunde. Okay, drei kann man, glaube ich, haben. Ist das super. Drei kann man haben, okay. Boah, geil. Ich werde Necromancer, Leute. Das ist jetzt feste Sache hier. Ich mache alles, was Totenbeschwörung angeht. Ein Iron Ring und eine Möwe. Und meine süßen Zombies, die hinter mir herlaufen. Oh, ist das toll! Ah! Oh, ich brauche mal ein neues Mana hier. Oh, sieht ja voll schnell auf einmal hier. Was soll das denn? Ey, meine Zombies, die machen ja alles weg hier. Ist ja cool. Ich muss die nur regelmäßig neu beschwören, ey. Das ist ja praktisch hier. Ist ja cool. So. Oh, ich mag das Spiel jetzt schon. Ich werde, glaube ich... Aua. Ah, Fuß. Ich werde, glaube ich, einige Let's Plays hier verbringen. Einfach ein bisschen antesten, spielen. Es ist einfach cool. Ich mag das Spiel. Aber ich werde hauptsächlich, denke ich mal, bei Diablo bleiben. Bauen Korps, ja. Irgendwelche Körper, die da festgebunden sind, ist kein Problem. So, wir nehmen hier mal so einen Heiltrank. So, ich muss mal die Feststelltaste herausfinden. Warte mal. Optionen. Graphics. Nein, Sound. Input. Output. Middle Click. Ja, bla bla. Shift. Attack in place. Taste. One more actions not set. Save. Ah, sehr schön. Ich habe das in Diablo nämlich auch auf der Leertaste, deswegen... Ist nicht schlecht. Das bietet sich da nämlich schön an. So, meine Zombies. Attacke. Ich brauche noch drei Namen für die Zombies. Ja, meine Freunde, ich komme da auch so ran. Das ist jetzt dumm gelaufen, ne? Oh, ich liebe das, ey. Okay, an den komme ich nur so ran. So. Schon wieder ein Level ab und so. Ich muss aber noch mal zwei Zombies holen. Ach, sehr schön. Haben wir schon neuen Besuch? Ach, ist das schön. Boah, ich werde mir meine Totenarmee aufbauen. Das ist eine Idee.
Im Moment bin ich ja auch voll Totenbeschwörer in Diablo. Wobei ich mehr den Inarius... Wow, ich bin da voll reingelatscht. Wobei ich mehr den Inarius mache. Ist das super. Die bleiben bestehen, bis man stirbt, oder? Tippe ich jetzt mal. Also bis die sterben. Nicht, dass die irgendwie dann nur, keine Ahnung, eine Minute bleiben. Oder zwei oder fünf und dann gehen. Wir werden es schon sehen. Aber es kostet jetzt auch nicht viel, das nachzufüllen. Nachzufüllen ist auch gut gesagt. Gucken wir doch mal. Oh, ich mag meine Zombies, ey. Ein Wegpunkt. Nice. Nein, nein, nein. Digga, ich möchte hier langlaufen. Wir müssen hier noch so eine Medicine Chest finden und noch irgendwas. Und am besten immer die ganze Karte aufdecken oder so. So, hier oben sind wir noch nicht weitergelatscht. So. Dann brauche ich noch ganz viele Items, die meine Toten, die hier gut machen. Voll, ich brenne. Ja, ich hab so ein Legi. Oh mein Gott. Lol, ich kann nicht mehr tragen, oder was? Toll, das ist ja nur so eine alte. Ist ja blöd. Scheiße, Stone Axe. Wie ein Nailed Fist. Use a Scroll. Claw. Das Twig Unidentified Spirit Shield. Schild? Nee, so geht das schon mal nicht. Ah, so geht das. Target ist already. Ach so. Ich kann es einfach nur nicht tragen, ist auch gut. Das ist schön, dass man hier nebenbei so richtig gut gucken kann. Jetzt muss ich mal schauen. Okay, das tauschen wir mal aus. Ja. Jetzt haben wir natürlich nicht so viel Platz, ne? Aber unser Lederhütchen ist irgendwie besser, kann das sein? Driftwood Wand. Wir tauschen das mal aus. Oder auch nicht. Pixies. Achso, dann haben wir ein Schild, ne? Aber ein Magier mit Schild? Nee. Okay. Farben, ey. So, den können wir aber nicht mehr tragen. Oder doch? Doch, den können wir tragen. Ja, das Inventar voll. Können wir mit Tee können wir schon mal nicht in die Stadt zurück, ne? Da fängt es nämlich schon an. Aber wir haben hier einen Wegpunkt hier gehabt. Wir können ja den Wegpunkt benutzen, um in die Stadt zu gehen. Dann verkaufen wir den ganzen Scheiß, den wir nicht brauchen. Und dann können wir weitermachen. Click to level up. Ach du Scheiße. Und das können wir dann in der Stadt auch mal machen. So. Nee, hier. So, dann. Für diesen Part sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und was you need to bind the following actions to an input. Close all panels. Was? Later. Okay, was auch immer. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.